Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich habe ja noch nicht die Kommentare der anderen Folgen gesehen. Daher werde ich hier im Moment nicht weitermachen. Aber gut, es ist stockend, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie vorher. Also der Stau hat sich hier gebessert. Da warte ich wirklich noch eure Kommentare ab. Hier mache ich im Moment nicht weiter. Wir werden weiterbauen, die Stadt mit Bunkern zu versehen. Wir müssen hier auch noch die Notfallsysteme. Der ist, glaube ich, auch noch nicht auf Stufe 5. Nee, aber Touristen sind drin. Aber er ist auf einem guten Weg dahin. Also, dann kriegen wir alles hin. Und ich wollte mal kurz nach dem Müll gucken. Da hatte ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon was gesagt. Und zwar, na, wo ist es jetzt? Müll ist da oben. Gut. Wir haben hier ein Problem, dass die Müllabfuhr nicht mal überall rechtzeitig hinkommt. Gut, hier wundert es mich ehrlich gesagt, weil hier ist kein Stau und der hat Dreckmüllwagen daneben. Okay, hier ist Stau. Sie stecken alle da drin. Warum ist denn hier Stau? Das ist eine gute Frage, ne? In der Ampel? Nein. Ist das jetzt hier wegen den Fußgängern oder was? Ja, tatsächlich. Tatsächlich, wegen der Doppelkreuzung hier, staut sich das hier. Und dadurch stecken die Müllwagen hier im Stau. Ah, das ist natürlich... Warte mal, das kriegen wir aber hin, das kriegen wir aber hin. Das war ja sowieso nie geplant, dass sie hier rüberlaufen. Kreuzungsbeschränkung. Mach mal die Firma da aus. So. Also einmal da oben und einmal hier unten. Hier den Zebrastreifen einmal verbieten und hier einmal den Zebrastreifen verbieten. Dürften die hier eigentlich nicht mehr rüberlaufen. Aber die halten trotzdem an, ne? Ja, weil die hier nach links wollen und natürlich nicht weiterkommen. Und warum kommen die hier nicht weiter? Weil die hier stehen. Und warum stehen die hier? Weil die nach links wollen, oder? Ja. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warum wollen die überhaupt alle nach links? Die wollen alle hier lang? Teil fährt auf den Kreisel und hier verteilt sich das nachher. Okay. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Die fahren von da hier rein, um hier wieder runterzufahren, um wieder da auf den Kreisel zu fahren? Wo sie das doch direkt können? Seid ihr doof? Ah, ich glaube, die Zwischenstraße hier war nicht die beste Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann das sein, dass sie hier nicht geradeaus fahren dürfen? Da muss ich nochmal gucken. Was habe ich denn da gemacht? Oh Mann. Tatsächlich. Aber ich muss sie natürlich auch geradeaus fahren lassen, sonst funktioniert das nicht. Ich glaube, was hatte ich damals gemacht? Weil hier zu viele im Kreisel waren, ne? Irgendwie sowas war das. Gut, das haben jetzt noch nicht alle gereilt, aber es fährt schon Teil weiter. Also wenn ich Glück habe, klärt sich das dann nachher. Ich glaube, deswegen hatte ich das auch gemacht. Sie war gezwungen, hier lang zu fahren. Gut, ein Teil fährt immer noch ab. Der ist da gerade umgedreht und verschwunden, aber... Die kommen hier jetzt schon besser rum. Also wenn wir Glück haben, gibt sich das Ganze wieder. Das ist nur eine Frage der Zeit. Gut, machen wir erstmal weiter mit den Bunkern. Und hier müssen wir auch noch. Weil wir haben ja noch eine riesige Werbenachfrage. Gut, das baut sich gerade alles auf hier. Ich lasse mal in der Zwischenzeit schneller laufen. Dann mache ich hier noch ein bisschen Gewerbe hin, aber allerdings Bio-Gewerbe. Weil wir noch Bio brauchen. Und zwar... wie weit habe ich jetzt die Bürogebiete angemalt? Okay, die Straße hier unten nicht mehr. Kommt hier doch Biogewerbe hin? Ich glaube auch, Biogewerbe verursacht nicht ganz so viel Verkehr. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber das kommt mir persönlich jetzt so vor, dass Bio, also die lokale Herstellung, weniger Verkehr produziert. Könnte vielleicht damit zu tun haben, wie der Name ja schon sagt, lokale Herstellung, die stellen sehr viel selbst her. Aber ob das nur so stimmt, da bleibt es abzuwarten. Na, du sollst hier noch nicht ganz wegspringen, du sollst da wieder rein. So. Stimmt hier einigermaßen, hier ist ein bisschen weit. So. Würde man sagen, na, Bewohner will ich auch haben, aber ich glaube, die Bewohner mache ich in die Mitte, ne? Nicht hier, oder besser gesagt hier, da habe ich nichts angemalt, oder? Nein. Nicht hier noch so ein bisschen, ich meine, Geschäfte dürfte es ja nicht unbedingt stören mit der Autobahn. So ein bisschen Gewerbe mit Hinmach. Ups, na, nicht unbedingt auf die Autobahn rauf, aber das passen wir gleich wieder an. Da. Oh.
Ja, heute ist schlimm bei mir. Heute ist wirklich schlimm. Heutzutage geht es ziemlich alles schief. So. Habt ihr auch manchmal so eine Tage, wo wirklich, egal was ihr anfasst, alles geht schief? Es ist immer ärgerlich, aber das kommt leider mal vor. Industriespezialisierung, Gewerbespezialisierung, biologische und lokale Herstellung. So. Dann kann ich da jetzt ein Gewerbe anmalen, dann machen wir über die Großen hin. Anmalen einmal. So. Warte mal, da ist einer zu viel angemalt und zwar der da. Der soll weg. Zack. Da soll Büro hin. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht mehr angemalt habe. So. Aber der Rest hier, biologische und lokale Herstellung. So, einmal anmalen. Einmal hier, einmal da. Schwupps, und schon haben wir hier. So, wie weit habe ich ja nicht gemalt? Bis zur Kreuzung, gut. Also ungefähr bis hier. So, dann gucke ich jetzt noch einmal kurz. Ich hatte hier ja übergemalt. Genau. Einmal noch darauf hier ein kleines bisschen anpassen. Auf der Autobahn hat das nichts zu suchen. So. Hier noch ein bisschen anpassen. Dann können sie sich nämlich in aller Seelenruhe erstmal aufbauen. Dadurch kriegen die hier auch ein bisschen mehr Strom. Ich glaube, Strom hat sich sogar schon größtenteils verbunden. Ah, bis auf die, aber das kommt noch. Der müsste auch gleich Strom kriegen. Dürfte jetzt auch die Gewerbenachfrage ein bisschen runtergehen. Die da hinten jaulen nicht mehr so rum, dass sie nicht genug Käufer haben. Und wir kommen unserem einzigartigen Gebäude auch näher. Wir hatten schon wieder Großbrand im Park, wie man sieht. Die Hubschrauber sind noch am Löschen. Alles kein Problem. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den Bunkern. Dann nehmen wir natürlich wieder die kleinen Bunker. Und hier hatten wir ja schon, jo, da auch schon so ein bisschen. Müssen wir hier weitermachen. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Wir müssen leider ein paar Häuser opfern. So, da kommt ein Bunker hin. Jo, hier müsste aber auch irgendwo ein Bunker rein. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ah, so. Wie ist die Abdeckung? Oh, geht, ne, geht, geht. Könnte besser sein. Könnte aber auch schlechter sein. Also daher, da einmal rein. Denn hier nochmal. Zack. Ah, hier oben ist schlecht, aber hier können wir noch einen zwischensetzen, oder? Ja. Wunderbar. Lieber ein Bünkerchen zu viel, als ein Bünkerchen zu wenig. Wir wollen ja schließlich nicht allzu viele Todesopfer, wenn das denn irgendwann mal losgeht. Da noch ein Bünkerchen. Das ist aber echt nicht einfach. Da hattet ihr recht, jetzt nachträglich die ganze Stadt mit Bunkern auszustatten. Hier ist mir ehrlich gesagt auch noch zu wenig hier mittendrin. Ich versuche auch nach Möglichkeit, kleine Häuser wegzureißen und nicht die großen. Ist nicht so einfach. Ich denke mal, wir kriegen auch früher oder später mal wieder Wohngebiet nach Frage. Zumindest hoffe ich das. Sonst kommen wir hier ja nie weiter. So. Zum Beispiel könnte ich diese Schule hier... Ja, das ist eine Oberschule. Die brauchen wir ja sowieso nicht mehr. Wegreißen. So. Da wäre dann Platz für einen Bunker. Bunker, 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 Bunker. Das war aber Feuerwehr. Genau. Zack. Ist hier irgendwas nicht angepinselt oder tatsächlich nicht? So, malen wir mal wieder an, ne? So, machen wir weiter mit den Bunkern. Was haben die? Die hier fehlt definitiv noch. Hier so ein kleiner Bunker in der Nachbarschaft. Warum nicht? Ah, fehlt aber hier oben trotzdem noch. Machen wir da noch einen hin. So viel wie möglich abdecken von der Stadt. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Da muss dringend was hin hier. Auch wenn die Bunker nicht gerade billig sind, ehrlich gesagt, sind die sogar verdammt teuer. Entschuldigung. Und wir haben auch schon verdammt viele Bunker, ehrlich gesagt. Ah, vorne ist auch noch so ein nicht abgedecktes Gebiet. Okay, und hier geht's dann nachher wieder. Bloß der Hauptstadtbereich hier, das ist nicht so ganz einfach. Hier, ich meine den Bereich, der ist natürlich auch nicht so perfekt abgedeckt. Ah, da will ich zwei Häuser wegreißen. Hier passt keiner mehr hin, oder? Nein. Da ist die Schule im Weg. Ah gut, aber das Einzelne hier können wir wegreißen. So.
Denn müssen wir definitiv hier noch irgendwo einen Bunker hinkriegen. So. Sehr gut. Hier fehlt auch. Hm. Ja. Gut, wir kommen der Sache näher. Das ist schon mal schön. Ah, da würde ich den Weg kaputt reißen. Aber hier, so ein kleiner, das passt. Wunderbar. Ah, das ist unser Freizeitpark. Ich meine, Touristen sind zwar eigentlich nicht wert, aber wir wollen ja schließlich erst hier in der Stadt bleiben und ihr Geld hier lassen. Dafür müssen wir sie leider auch schützen. Auch wenn sie mehr oder weniger unsere Straßen verstopfen, das nehme ich denen immer noch übel. Wir brauchen das Geld. So. Was ich auch noch ausprobieren will. Ihr habt ja geschrieben, dass kaum Taxis fahren, liegt am Taxidepot. Und zwar hat jedes Taxidepot nur eine kleine Anzahl an Taxis. Das heißt, man muss mehrere Taxidepots bauen. Würde ich gerne ausprobieren. Man sollte bloß nicht mehrere in eine Straße bauen, sonst kommt es wohl zu Taxistaus. Aber ehrlich gesagt, würde es mich schon reizen, erstmal auf einen Taxistau drauf anzulegen. Aber ob das so gut kommt, ich weiß nicht. Hier ist nichts frei, ne? Nein, aber da könnte man einen hinstellen. Gut, der deckt auch schon sehr viel ab, aber allerdings wird hierfür ein Bunker so oder so nicht reichen. Also da muss mehr hin. Neben passt keiner mehr. Schade. Hier würde ich was kaputt reißen. Ah, macht nichts. Setzen wir trotzdem einen hin. So, dann setzen wir hier noch irgendwo einen zwischen. Zack. Gut. Ja, größtenteils ist es hier abgedeckt, aber das reicht trotzdem nicht. Denn, naja, beim Einkaufszentrum passt nicht unbedingt. Doch, da. Wunderbar. Hier drin muss definitiv auch einer. So, der deckt den Bereich ab. Wie ich ja schon sagte, lieber zu viele Bunker als zu wenig. So, setzen wir da noch einen hin. Wunderbar, wir kriegen gerade eine riesen Industrienachfrage. Warum? Bringen die neuen Geschäften jetzt? Obwohl die da hinten schon rummeckern, dass sie keine Käufer für ihre Waren haben? Also das verstehe ich jetzt auch nicht. So, das hätten wir. Diese Straße, ehrlich gesagt, hier wohnt ja keiner. Also hier einen Bunker zu bauen wäre Schwachsinn. Wirklich Schwachsinn. Aber die Flughafenstraße hier, ne? Hier sind so einzelne Sachen. Hier sollte man vielleicht nochmal einen Bunker hinbauen. So, dann fehlt das hier noch und da noch. Und ja gut, wir haben aber zumindest schon mal den größten Teil. Das ist schon mal was. Das hier ist ja der neu gebaute Teil. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht gleich von Anfang an Bunker mit eingebaut habe. Habe ich voll dev mal wieder verpeilt. Also hätte man aber wirklich von Anfang an machen können. So, da ist einer. Da, na, ja, so geht. So, die muss definitiv hier oben noch hin. Zack. Eine einigermaßen gute Abdeckung kriegen. Hier natürlich auch. Aber den setze ich jetzt hier neben. Zack. Ist gut abgedeckt. Ah, nicht komplett. Nicht komplett. Da sollte noch einer hin. Auch wenn der da jetzt im Moment keinen Strom haben dürfte. Aber der dürfte später Strom kriegen. Jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir hier gut abgedeckt. Wunderbar, unsere Ölindustrie, wir wollen ja unsere Mitarbeiter schützen, kriege ich definitiv auch ein. Und der eine reicht auch, so viele arbeiten hier auch nicht. Gut, und dann geht's hier weiter. Das ist unser Campus, machen wir auch mal hin, wir wollen unsere Studenten schließlich schützen. Dann bauen wir hier oben aber auch noch einen hin, aber das könnte schwierig werden. Ja, wegen dem Naturschutzgebiet, vielleicht auf dieser Seite, geht das? So, machen wir so. Haben wir den Bereich hier auch geschützt. Sogar ein Teil hiervon mit. Aber hier muss natürlich definitiv auch hin. Erstmal hier oben einer. Dann haben wir den Bereich hier oben geschützt. Und unten natürlich auch. Da noch einer. Ja, zum Teil. Hier noch einer. Hier geht der Weg vorbei. Das passt nicht. Aber hier. Hier, wunderbar.
Ja, deckt zum Glück auch die ganze Straße ab. Gott sei Dank. Steht hier in dieser Straße irgendwas? Ah. Nehmen wir sicherheitshalber mal einen hin. Schaden kann es nicht. Naja, wir haben fast die komplette Stadt. Also, wir haben... Ich hoffe, die Bunker reichen. Eine sehr große Bunkerabdeckung bis jetzt schon, aber halt noch bei Weitem nicht genug. Hier in die Ecke könnte man noch einstellen. So. Hier oben fehlt definitiv auch. Da vielleicht noch so ein kleiner hin. Weil das macht die richtig glücklich. Warum auch immer. Was ist in einem Bunker so schön, dass man glücklich ist, dass ein Bunker in der Nachbarschaft steht? Ah, krieg ich da nicht hin, ohne was wegzureißen. Mache ich trotzdem dahin. So. Was hätten wir? Das hätten wir. Da muss gleich noch hin, weiß ich. Vielleicht noch ein Bunker beim Stadion oder so. So. Ah, deckt jetzt nicht allzu viel ab. Das habe ich mir aber fast gedacht. Da müsste noch einer hin. Ja, der deckt schon eine ganze Ecke mehr ab. Wunderbar. Den würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit dieser Stadt. Ah, der ist nicht, weil er keinen Strom hat. Das kriegen wir alles noch hin. Oder warte mal, bevor ich es vergesse, mache ich es lieber gleich. Einmal Strom dahin, bitte. Einmal von hier nach da. Geht das? Ohne was wegzureißen. So. Jetzt dürfte der eigentlich Strom kriegen. Hat er auch. Und jetzt ist hier auch abgedeckt. Gut, definitiv muss hier einer in die Mitte. So. Und hier ist halt, weil das so blöd gebaut ist, wir machen hier nochmal einen neben dem Parkplatz. Dürfen wir den Bereich einigermaßen gut abgedeckt haben. Hier müsste noch einer hin. Oh Mann, da gehen jede Menge Häuser bei flöten. Und vor allem das Geld tierisch ins Minus. Ja. So. Ah, ist aber einigermaßen gut abgedeckt. So. Und hier vorne vielleicht noch für die Mitarbeiter. Die Fischmitarbeiter hier, die sollen ja auch geschützt werden. Jo, den haben wir das auch. Hier beim Bahnhof vielleicht nochmal einer für Touristen, die hier gerade aussteigen. So. Dann hätten wir das Thema auch erledigt. Dann hätten wir ja schon fast die ganze Stadt. Aber auch nur fast. Hier fehlt noch. Wo bauen wir das denn mal am besten? So. Deckt aber nicht alles ab, oder? Doch. Wunderbar. Da fehlt noch. Sehe ich gerade. Da kommt noch einer hin. Wir fehlen eigentlich nur noch die Industriegebiete, oder? Sieht so aus. Hier, das kriegen wir hin. Da können wir noch einen hinbauen. So. Wir dürften hier viel abdecken. Ah. Hier beim Bahnhof vielleicht noch einer hin. Sicher ist sicher, ja. Wunderbar. Dann wollen wir hier noch einen nehmen. Der dürfte hier auch schon wieder einiges abdecken. Ja. Gut, die Ecke ist jetzt unwichtig. Den füllen noch die beiden Industriegebiete hier unten. Passt da noch einer neben? Ja, sehr schön. Deckt sogar das mit ab. Denn hier müsste ich mal gucken, wegen der U-Bahn. Gleich hier einer. Ja, der deckt schon sehr viel ab. Gleich noch einer hier. Neben dem Kraftwerk. Jo. Gut, die Stadt hätten wir erstmal, bis auf unsere Wasserversorgung, aber da arbeiten ja auch Leute. So, die Stadt erstmal mit Bunkern abgesichert. Jo, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was hier? Achso, das ist der Flughafen. Alles klar. Gut, das mit der Industrienachfrage regelt sich gerade wieder. Gott sei Dank, da kommt eher Geschäftsnachfrage. Und das war hier, die haben sich aber auch zum Teil schon sehr, sehr gut aufgebaut. Dann gucke ich ja einmal kurz in die einzigartigen Gebäude. Welcher das war? Das eine war der Krankenhausplatz, den haben wir ja immer noch nicht. Ah, die Statue der Industrie haben wir fast. Nicht ganz, aber fast. Und das ist, genau, der Krankenhausplatz. Und dann fehlt hier ja noch die Katastrophengedenkstätte. Den kriegen wir zwangsläufig irgendwann. Und dann haben wir hier noch den offiziellen Park. Bürogebiete mit 10.000 Quadraten gebaut haben wir auch fast.
Und die schwimmenden Gärten, das war das mit der lokalen Herstellung. Jo, da fehlt sowieso noch. Wunderbar, dann müssen wir da jetzt nochmal ein bisschen nachbauen. Führt ja kein Weg dran vorbei. Die quaken hier auch gerade alle nach gebildeten Mitarbeitern. Das liegt aber zum Teil daran, das gibt sie später, als sie noch nicht hoch genug sind von der Stufe. Das müsste ich mal kurz gucken. Genau, hier ist Gewerbe, Gewerbe. Hier habe ich vergessen anzupinseln. So. Die haben sich soweit aufgebaut. Die auch. Da kann sich ja sowieso nicht. Da kann sich noch. Würde ich aber auch gerne noch ein bisschen Büro, ehrlich gesagt. Nimm die beiden Stücke hier noch. So. Mache ich das hier noch ein bisschen weiter. Hier noch ein bisschen weiter. So. Na, hier ist vielleicht ein Tickchen weit. Und da ist ein bisschen wenig. Jetzt ist es zu weit. So, da ist auch ein Tickchen zu weit. Passt du jetzt aber auch. Ja. Dann machen wir da noch ein bisschen Gewerbe mit rein. Ich glaube zwar nicht, dass es reicht, aber es ist zumindest schon mal ein Stückchen weiter. Wir hätten von Anfang an mehr biologische und lokale Herstellung bauen sollen. Weil, könnt ihr ja mal schreiben, ob das wirklich so ist oder ob ich mich täusche, aber ich meine wirklich, die produzieren weniger Verkehr. Gut, und ein bisschen Büro brauchen wir auch noch. Und Büro wollte ich mir hier noch ein bisschen hinmachen. Zack, zack, zack. Da noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. So viel Büro brauchen wir ja zum Glück nicht mehr. So, weil ich will hier nämlich auch noch Bewohner reinhaben. Und hier sagte ich ja, dafür brauche ich mal kurz Pause. Möchte das Ganze schon gerne verbinden. Aber die Ampel mache ich gleich weg. Ich möchte das Ganze nur für, sonst fahren hier die ganzen LKWs durch. Einsatzfahrzeuge. Wo ist das denn? Fahrzeugbeschränkung? Fahrzeugbeschränkung. Also kurz gesagt, hier sollen, ich nehme erstmal alle raus, verbiete alle Fahrzeuge. So, Einsatzfahrzeuge sollen hier durch dürfen. Müllwagen sollen da auch durch dürfen. LKWs definitiv nicht, sonst habe ich sie in der Stadt. Taxis auch nicht. Busse. Ah, Busse könnte man durchlassen. Aber ansonsten nichts. Taxis, LKWs, Autos, nein. So. Genau. Den kann man auch weiterlaufen lassen. Ampel nehme ich weg. Ah, die Uni. Oh, die hat aber den guten Schub dazu gekriegt. Wunderbar. Ist auch wieder anerkannt. War sie ja schon mal. Die hat auch einen Schub dazu gekriegt. Auch nur einen kleinen, aber sie hat. Und ich mache jetzt trotzdem die Ampel weg. Ampel, Ampel. Da. Na, geh aus. Danke. So, dann können die sich erstmal weiter aufbauen. Sind sie ja auch schon fleißig bei, wie man sieht. Ja. Büros. Ja, die bauen sich auch ganz langsam auf. Aber wirklich sehr langsam, obwohl es auch schnell läuft. Komisch, komisch. Ah, aber es geht, es geht. Dann kommen nämlich noch ein paar Bewohner nehmen mit. Ich habe auch das Gefühl, dass unsere Ausgaben so extrem sind, dass die Steuern nicht mehr reichen. Wir machen zwischendurch Gewinn, wenn verkauft wird. Das ist halt auch mit so einem Problem. Ich würde ja gerne auch die ganzen Krankenhäuser alles wegreißen. Das können wir aber erst machen, wenn wir das medizinische Zentrum haben. Vorher geht es nicht. Die Schulen könnten wir alle wegreißen, werde ich vielleicht auch nach und nach zwischendurch mal machen, aber die sind eh alle aus. Die verschlingen keine Steuereinnahmen mehr. Hier ist aber ganz schön Verkehr schon wieder. Liegt zum Teil aber auch daran, dass ich hier das Restabbiegen, geradeausfahren wieder erlaubt habe. Aber guck, jetzt hat sich das hier geklärt. Jetzt ist nicht mehr so ein Stau. Da wird der Kreisel zwar wieder ein bisschen voller, aber es geht. Ah, gehen kann man nicht sprechen. Obwohl das hier fließt. Keine Ahnung, warum sich das hier jetzt gerade angestaut hat, aber fließt doch schnell weg wieder. Ja, gibt sich gerade alles wieder. Wir haben zwischendurch immer so ganz kleine Wartezeiten. Keine Ahnung, warum, aber doll ist das nicht. Jetzt fließt mich gerade hier echt wieder alles weg. Die Autobahn wird wieder frei. Okay. Wo ich überlegen bin, das Industriegebiet kommt zwar hier auf die Autobahn, aber ob ich sie da auch mit anschließen soll, ich weiß nicht. Wird die Straße hier überhaupt benutzt? Weil normale Autos dürfen hier ja gar nicht rein.
Fußgänger laufen da durch, aber das können sie gern. So kommen sie leichter zur Arbeit. Dagegen hat ja keiner was. Inzwischen hat sich auch alles mit Strom verbunden hier. Sehr schön. Die bauen sich hier wunderbar auf. So, dann würde ich sagen, wir kümmern uns in der Zwischenzeit, wo sie aufbauen, mal um die ersten Katastrophensysteme. Und zwar brauchen wir die Katastrophenschutzeinheit. Die kümmern sich halt um die Nachwirkungen von Katastrophen. Steht da ja auch. Abgebrannte Gebäude, Katastrophenschutz halt. Und dann können sie, kann der Wiederaufbau halt wieder beginnen. Das Problem ist, wir können jetzt nicht über so ein Ding hinbauen. Ich weiß gar nicht, wie groß die Reichweite ist. Und das Ding macht das den Krach, Müll, Dreck. Ah, Lärmbelästigung 20, Schmutz 0. Okay, können wir hier einen hinbauen? What? Ja, da wird einer hinpassen. Was hat denn das Ding für eine Reichweite? Überhaupt keine. Wie es aussieht, reicht ein Gebäude und er kümmert sich um die ganze Stadt. Ich hoffe es zumindest. Die schicken Hubschrauber los, oder? Ja. Gut, dann reicht auch der eine. Definitiv. Und, da sind die großen Bunker. Kurze Antennenmast. Über einen kurzen Antennenmast können sie ihre Bürger mit Notfalldurchsagen erreichen. Je besser die Funkabdeckung ihrer Stadt ist, desto wahrscheinlicher werden ihre Bürger zu den Schutzräumen gehen, wenn sie dazu aufgerufen werden. Funksignale können durch das Gelände behindert werden. Das ist der Große, ne? Oh, yeah. Gut, nicht mal der reicht für die ganze Stadt. Aber für einen sehr, sehr großen Teil. Und ich glaube, der braucht Strom. Wenn ich den hier so hinstelle. Oder hier so. Ja, dann habe ich schon einen Großteil mit abgedeckt. Und die Welle der Freude geht über die Stadt. Aber der dann... Wir sehen aber auch, Alter, war die direkt neben dem Flughafen. Das wäre in Wirklichkeit gar nicht erlaubt. Der hat keinen Strom, das ist nicht gut. Ah, das kriegen wir aber hin von da nach da. So. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Funkabdeckung? Ja, gut, die Funkabdeckung war gerade weg, jetzt ist sie aber wieder da. Signalstärke, hoch, niedrig, Abdeckung. Ja, die sind größtenteils an den Seiten natürlich ein bisschen weniger, aber in der Mitte natürlich komplett hoch. Ich würde sagen, das geht größtenteils. Wenn wir hier jetzt noch ein Zwischenpflanzen, ungefähr, passt hat, ohne was kaputt zu reißen. Nee, ne? Ah, doch. Warte mal, wir kriegen da irgendwo einen hin. Hab ich doch gerade gesehen, das passte gerade. Ah, warte mal kurz, Pause. Wegen der Stromleitung. Ah, Strom hat der definitiv. Die Stromleitung da anschließen. So. Hat hier ja eh mehr, ne? Von da, da. Na, vielleicht sollte ich hier nochmal eine Stromleitung sicherheitshalber rüberlegen. Man weiß ja nie. Zack. Dann haben sie hier zwei. Das bleibt auch. Den kann ich aber hier das Stück noch wegreißen. So. Dürfte jetzt schon noch mehr abgedeckt sein. Ja, wunderbar. Wird gerade alles grün? Geht doch. Was will man mehr? Haben wir eigentlich eine sehr gute Funkabdeckung? Bis auf die Ecke da unten. Da kommt gleich noch einer hin. Hier so ungefähr mittig. Müsste reichen. Ob der da jetzt Strom kriegt, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Zack. Sehr schön. Also die Funkabdeckung ist super bei uns in der Stadt. Okay, der hat nicht genug Strom, hat man gerade gesehen. Die kleinen Ecken kann man ja später mit kleiner ein bisschen ausschmücken, da die Abdeckung besser ist. Der hat nicht genug Strom, sonst wird er arbeiten. Wo habe ich ihn jetzt hingestellt? Das war doch hier irgendwo. Bunker? Antennenmast? Da. Da. Hat das Strom? Wieso kriegt er denn keinen Strom? Legen wir da eben noch eine Stromleitung hin. Geht nicht. Okay. So? So besser? Bitte. Ja, geht doch. Jo, nun ist die Funkabdeckung hier auch besser. Wunderbar. So wollen wir es doch haben. Mein größtenteils ist es auch dunkelgrün. Hier oben ist ein bisschen schwach auf der Brust. Beim Touristengebiet. Da könnte man vielleicht mit Glück
mit einem kleinen bisschen verstärken. Das Problem ist, wohin? Ne? Ich will hier jetzt nichts kaputt machen. Außerhalb kann ich ihn leider nicht bauen. Und die Kleinen passen ja auch so an die Küste, ne? Ja, der macht das ein bisschen dunkler. Der Kleine verstärkt das dann noch ein bisschen. Wunderbar. Dann ist zumindest die Hauptballungsviertel alle im dunkelgrünen Bereich. Drum müsste er haben. Hat er auch. Wunderbar. Gut, dann wäre das Thema auch erstmal erledigt. Und dann können wir uns beim nächsten Mal auch schon mal darum kümmern. Die ersten Sicherheitsmechanismen. Da muss ich mal gucken. Das Problem ist, da werde ich wahrscheinlich mit Move arbeiten. Das Problem hatte ich im Stream. Ein Tsunami kann ja auch von außerhalb kommen. Außerhalb der Stadtgrenzen. Da können wir aber nichts hinbauen. Das kann ich eigentlich mal ganz kurz testen. Und zwar, nehmen wir mal als Beispiel, das ist Erdbeben-Sensor. Tsunami-Warnboje. Guck hier. Die muss ins Wasser. Das ist innerhalb unserer Stadtgrenzen. Außerhalb geht nicht. Ob ich sie außerhalb hinkriege und ob sie dennoch funktioniert, weiß ich nicht. Deswegen werde ich es jetzt testen. So, move it. Ja. Ach, gab's da ein Update? Mach doch mal weg, das Ding. Ist ja gut. Muss ich echt mal gucken, da ich ja, wisst ihr ja selber, nicht so der Move-It-Experte bin. Copy. Letztes Mal hatte ich hier... Gut, ich habe alles. Geht das Ding hier nicht weg, doch. Ich werde es hier einfach mal markieren. Ich will ja nur die Warnboje, mehr will ich ja gar nicht. Kann ich so nicht verschieben, ne? Doch. Gut. Wenn ich die jetzt... Das müsste gehen, ne? Wenn man als Beispiel hier reinsetze. So. Ah, ich sehe die jetzt gerade ganz schlecht. Wo die sitzt da, oder? Das ist sie doch da, oder? Sieht zumindest danach aus. Die Frage ist, funktioniert sie auch da? Kann man irgendwo überprüfen? Na, zumindest wird sie angezeigt. Ob sie funktioniert? Katastrophenerkennung. Hoch, niedrig. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen guten... Vielleicht sehe ich das hier irgendwo. Tourismus, Touren, Industriegebiete, Fische, Funkabdeckung, Zerstörung, Straßeninstandsetzung, Fluchtwege, Heizung, Geländehöhen. Nee. Funkabdeckung, Katastrophenerkennung. Die in ihrer Stadt treffen wird. Die Infoansicht zeigt Ihnen die Abdeckung von Frühwarnsystemen und eine Einschätzung, wo sich die Katastrophe ereignen wird. Dies ist aber nur der Fall, wenn sich das Katastrophengebiet auch innerhalb der Frühwarngrenzen Reichweite befindet. Erkennungsgebäude, aktiv, inaktiv. Also es scheint ja zu arbeiten, es ist lila und nicht schwarz. Aber abgedeckt ist hier jetzt nichts. Okay. Ich werde noch einmal eine Warnboje hier innerhalb des Stadtgebiets bauen. Das ist auch außerhalb, ne? Warte mal, am besten hier unten bei unserem Hafen. Das Ganze ist hier ja sowieso so ein bisschen anfällig. So. Trotzdem kein... Okay, bei denen zeigt das wahrscheinlich nicht an. Scheint aber zu arbeiten, wie es aussieht. Ich weiß auch gar nicht, ob man da mehrere von braucht. Tsunami-Warnbojen sollten auf Wasserflächen platziert, um bei steigendem Wasserspiegel gewarnt zu werden. Bojen haben zwar keine Reichweite, sie erkennen aber Veränderungen des Wasserspiegels und geben entsprechende Warnung aus. Am besten platzieren sie Bojen auf hoher See und an Flussmündungen. Also hier quasi passt doch, wo ich sie hingesetzt habe. Was hast du, Geld monatlich? Ja, aber geht. Gut, dann bauen wir davon mal ein paar hin. Hier mittendrin wäre ja geschwassen, aber mache ich trotzdem sicherheitshalber mal. Man weiß hier nie, ich glaube genug kann man davon auch nicht haben. Dann bemängeln sie zumindest den Wasserstand. So. Gut, das müsste auch erstmal reichen. So, weiter machen wir dann beim nächsten Mal, weil wir sind schon wieder bei 34 Minuten. Ich hoffe trotzdem, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Wir kommen zu den Katastrophen. Da sind wir auf dem besten Weg hin. Unser Zoom müsste auch bald aussteigen. Dann haben wir das Gebäude auch. Die jammern immer noch nach Arbeitskräften, dürfte aber auch besser werden. Wir haben ja auch schon wieder Gewerbe- und Industrienachfrage. Auch eine leichte Bewohnernachfrage inzwischen. Läuft also alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und danke fürs Zuschauen. Bye, bye.